Toni hat eine Warnung für Nihat. Es gibt keine Zweifel mehr. Nihat, Timur Ilka, hat es endlich geschafft. Und dennoch ist ihm schleierhaft, warum er nicht schon früher auf diese Idee gekommen ist. Michi, Lars Pape, ist schuld an dem Unfall, der sein ungeborenes Kind getötet hat. Und je mehr er über diese Theorie nachdenkt, desto plausibler erscheint sie ihm auch. Doch er muss vorsichtig sein, wen er zu diesem Zeitpunkt in seine Gedanken einweiht. Schließlich ist Michi der Freund von Maren, Eva Mona Rodekirchen, und das könnte gefährlich werden. Also fällt seine Wahl auf Toni, Olivia Marei, immerhin ist sie Polizistin und kann ihm womöglich den ein oder anderen Tipp geben, wie er Michi überführen kann. Doch Toni hat keine Tipps für Nihat, lediglich eine Warnung. Wie diese aussieht, zeigt das Vorschauvideo. Carlos, der ungebetene Gastjob weg und Hotelzimmer gleich mit. Für Carlos, Patrick Fernandes, läuft es aktuell alles andere als gut. Doch zum Glück hat er Alicia, Josephine Bressel, die ihm selbstlos unter die Arme greift und sogar bereit ist, ihn für ein paar Tage in der WG wohnen zu lassen. Zumindest glaubt sie, dass es nur für ein paar Tage ist. Denn Carlos hat ihr die Lüge von einer neuen Wohnung erzählt, die aktuell noch renoviert wird. Bei den restlichen Mitbewohnern stößt der Neuankömmling jedoch auf wenig Gegenliebe. Wann ist eigentlich Carlos' Wohnung fertig? Will Toni wissen. Ich weiß nicht genau, warum? Erwidert Alicia. Und schon kippt die Stimmung. Weil er sich langsam wie zu Hause fühlt, fasst Moritz, Lennart Borchert, die aktuelle Stimmung zusammen. Warum Carlos bei Alicias Mitbewohnern nicht so gut ankommt, zeigt das Vorschauvideo. Katrin und Gerner finden einen Hinweis auf Rosas Vergangenheit, unzählige Kartons mit alten Zeitungen, Gemeindebriefen und Käseblättchen aus einem Dorf irgendwo in Brandenburg. Gerner, Wolfgang Barrow und Katrin, Ulrike Frank, haben den Weg und die Strapazen auf sich genommen, um Rosa Lehmanns, Joanna Schümer, Vergangenheit etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Gemeinsam wollen sie die alten Dokumente nach einem Hinweis auf Rosas früheres Leben durchsuchen. Ist sie niemals von ihrem ersten Mann geschieden worden? Und ist somit das Erbe der Lehmann Bank unrechtmäßig? Jo und Katrin haben angesichts der schieren Menge an Unterlagen kaum Hoffnung, etwas Brauchbares zu finden. Doch dann fällt Jo ein alter Zeitungsartikel in die Hände. Das Vorschauvideo verrät, was drin steht.